Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, neue Aufnahmesession, das heißt neue Dailies. Gehen wir einmal kurz durch, weil Weeklies sind jetzt schon durch. Okay. Dementsprechend gehen wir jetzt einmal kurz durch. Wir haben heute noch einmal Dailies und denkt dran, dass ihr euer Spielbrett noch vorher ablaufen lässt. Also sprich einmal kurz alles durchlauft und alles euch zuweist. Denn ich hoffe mal, dass wirklich am 20. das Update wirklich, wirklich kommt. Dementsprechend denkt nochmal dran, euch die Belohnung abzuholen. Sollte es nochmal verschoben werden, habt aber auch bitte Verständnis. Ne? Ist momentan halt ein bisschen schwierig. Gut, aber jetzt weiter im Text. Wir haben heute verwehrte Schrott, um Federn herzustellen. Das Goldsternchen ist einen Auflauf. Schließe eine Tagesquest ab. Schließe eine tägliche Operation im öffentlichen Team ab. Töte eine Kreatur, während du gut genährt bist. Töte einen Schlinger dreimal. Verkaufe Leuchtpilzsuppe an NPC-Verkäufer. So, heute mal wieder alles simpel und einfach. Dementsprechend räumen wir einmal zwei mal weg. Machen wir erstmal Leuchtpilzsuppe. Oh, episch. Schieße mit deiner Kamera ein Foto eines Blutadlers in Powerrüstung. Hey, ja, ist ein bisschen schwierigeres Fotomotiv, ist aber eigentlich auch Pillepalle. Dementsprechend nicht schwer, wenn man weiß, wo. So, dann machen wir mal einen Auflauf. Ist ja eher was für Gemüseesser. Ich bin Fleischfresser, dementsprechend, ja, sonst Cranberry-Auflauf. Easy peasy. Verwerte Schrott, um Kork herzustellen. Ja, irgendwelche Waffen verwerten und dann hat man es meistens auch schon drin. Naja, ich denke mal, das wird einfach. So, dann machen wir gleich mal als allererstes die epische. So, wir gehen zu Ripper's Alley. Das ist zwischen Westec und Huntersville. Eigentlich relativ easy. Da ist sehr, also zu 90% steht da einer in einer Raider-Power-Rüstung rum. Den müssen wir jetzt einmal fotografieren. Das heißt, das machen wir jetzt mal, Gaudi. Werden wir ihm mal kurz das Gewehr unter die Nase halten, damit er Stille hält. So. Gibt halt auch noch andere Blutadler mit Powerrüstung, aber hier haben wir halt nicht so viel wegzumachen. Das tut so schön weh. So. Wunderbar, da haben wir ihn in der Powerrüstung. Mit Foto und passt. Wunderbar. Na aber. Böse Blutadler hier. So. Gut. Wie gesagt, ist halt jetzt, wo wenig was los ist. Warum habe ich eigentlich jetzt hier keine Quest mehr? In Cranberry Bock. Ich port mich mal kurz in Cranberry Bock. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich wollte jetzt eigentlich die Quest machen. Eben hatte ich sie noch gesehen. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Stimmt irgendwas gerade wieder nicht, oder was? Also ich wollte jetzt Besetzer rausmachen. Aber nee. Ist nicht da. Na gut, dann mache ich jetzt kurz Sweetwater als Nebenauslaufding. Ich habe keine Ahnung, warum die jetzt nicht da ist. Vorhin war sie noch da, als ich geguckt hatte. Ja, gut. So geht dann halt auch ein Plan mal wieder schief. Naja, egal. Ist nicht so schlimm, wenn mal eine Quest nicht funktioniert oder nicht da ist. Es gibt genug andere Daily-Questen, die man mal Gaudi machen kann. Wir nehmen jetzt für die Effizienz und für die Schnellheit einmal den Sweetie. Wenn er dann auch mal stehen bleiben würde. So, Honig haben wir. Immer schön 10 Honig dabei haben. Dann ist das auch kein Problem. Gut, ja, Kork, Federn können wir jetzt auch nochmal machen. Da gehen wir jetzt noch einmal Camp McClintock. Das ist eigentlich immer ein schöner Spot. Gibt ein bisschen ballistische Fasern. Und natürlich halt auch durch die Klemmbretter. Die Federung ist eigentlich auch ein sehr beliebter Spot und dementsprechend... Sollte man schon mal gehört haben. Oder schon mal gesehen haben. Soll ja flink gehen heute. Dementsprechend nehmen wir jetzt hier einmal kurz die Federn mit. Es gibt keine Gegner, die man bekämpfen muss oder so.
Man nimmt einfach hier die abgenutzten Klemmbretter, die hier auf dem Boden liegen. Nimmt nochmal ein bisschen mehr mit, extra für die Schrottkiste. Damit es sich auch wieder lohnt. So, Munitionstasche. Gehen wir mal kurz aus dem Weg. Wir haben hier hinten noch ein paar Klemmbretter. So, und die Granate muss natürlich auch mit. Ja, dürfte schon gereicht haben. Hinten liegen noch ein, zwei kleinere Dinger. Die könnte man auch nochmal mitnehmen für die Federung. Aber das sind, glaube ich, auch Federungen in, so in den Kästen noch. Die zählen leider nicht für die Challenge. Weil wir müssen es ja leider verwerten. So, haben wir 19 Bretter auf die Schnelle gemacht. 19 Federn. 19 Bretter. So, dann haben wir nochmal drei Schlinger. Drei Schlinger in der Schlingerlagune ist auch kein Problem. Die holen wir auch uns nochmal fix ab. Wie gesagt, wir machen heute schon wieder eine Eilvorstellung. Das passt schon. So. Einmal Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. So, jetzt brauchen wir nur noch die 10 Kreaturen, die bei gut genährt funktionieren sollen. Gut, zählt es auch nochmal unter einer. Aber okay, passt schon. So, und Daily Ops und Kork. Naja gut, dafür müssen wir Waffen auseinandernehmen. Aber wie gesagt, machen wir erstmal hier Grubenhauer. Höhlen, sehr schnell, eisige Angriffe. Doppelmutation halt. Und dann hauen wir mal rein. Dementsprechend gucken wir mal, dass wir jetzt schnell die Daily Ops durchziehen. Es wieder rumsteht Daily Ops. Mal wieder die Höhlen. Aber nicht weiter wild. Ist ja schnell erledigt. Dauert maximal 10 Minuten. Halt. Ich würde schon weiterlaufen. Opa, da wollte er nicht springen. So, lass mich mal durch hier. So. Und das erste Verbindungsgerät. Natürlich passen wir auf, dass wir schön Slow-Mo schießen dürfen. So, auf dem Ding hatte ich was hatte ich eigentlich noch auf meinem leichten MLG? Achso, Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen, ja. Ja, war noch nicht so ganz top. Geht noch ein bisschen besser. Aber das Gute ist, am leichten Maschinengewehr, es ist eine Instant-Waffe, weil ich habe jetzt sonst nur noch eine Drehwaffe bei und die braucht halt ewig, wenn man eingefroren ist. Macht zwar ähnlich Damage, aber trotzdem. Sie glänzt eigentlich bei ihrer Feuergeschwindigkeit, die sie jetzt gerade nicht so hat. Dementsprechend nehme ich lieber gleich den sofort. Dabei sind wir noch nicht so festgefroren gewesen. Ich kann nämlich gerade bei Strohflinten von den Grubenhauern relativ schnell passieren, dass man schnell handeln muss. So, und 308er kostenlos mitnehmen aus der Daily Ops, warum denn nicht? Und ich liebe den Sound, wenn man eingefroren ist und dann die dicken Waffen abfeuert. Ah, einfach schön. So, aber jetzt könnt ihr mal langsam kommen hier. Na, komm rum da, ich sehe dich. Guckt mich böse an und friert mich ein. Also, ich bin vor Eis erstarrt. So. Ne, wo haben wir noch?
Ja, jagt euch mal an mir in die Luft. Ist zwar nur die Baggerrüstung, die ich derzeit anhab, aber mit Stimpumpe und Überlebenden dürfte das jetzt hier kein Problem sein. Wenn man jetzt ohne Powerrüstung einfrierend macht, dann hast du halt immer so das Problem, dass das ganz schnell mal nach hinten losgehen kann. Wegen der Animation. Sei immer nur Zeilmittel, ne? Aber na gut. Heilmittel ist ja das Einzige, was man dann halt auch als Heilung wirklich benutzen kann. In der Schnellauswahl. Und halt keine Animation besitzt. Man kann es somit auch spammen. Ein weiteres Signal kommt rein. Bleibt dran, Team. Wir haben es fast geschafft. Aber nur fast. So. Also waren wir mit den Dailies bis auf den Korkschrott schon fast durch, wa? Easy peasy heute wieder mal. Wobei, das mit dem Blutadler, das mit episch, das fand ich schon ein bisschen kreativ. Aber die hatte ich ja schon mal. Und dementsprechend, eigentlich schwer ist sie auf gar keinen Fall, nein. Eigentlich so, naja, verdiente Punkte, um schnell durchzukommen, ne? Aber naja. So. Na, dann kommt doch mal her. Ja. Ich möchte doch ein bisschen mit euch spielen. Aber ihr nicht mit mir, ne? Will ich verstehen. Entweder hatte ich jetzt gerade wieder ein verdünntes oder ich habe Dings nicht drin. Ich hab schon wieder mein Erste-Hilfe-Set nicht drin. Ja, jetzt sieht es auch wieder richtig aus. Es macht halt viel mehr Sinn mit Stimpumpe und Co. Weil man dann halt relativ stark regenerieren kann. Musst du sowieso mal gucken. Ja, siehst du, ich habe sogar noch Nuka-Granaten ohne Ende. Hatte ich ja erst wieder herstellen müssen. Weil zu viel und so. Also zu viele Nuka-Cola. So, lass mich mal durch da. Tja, das sieht nicht gut aus. Man wird ziemlich gefährlich. Danke schon mal im Voraus. Ja, laufen wir noch mal kurz hin. Habe ich mir eigentlich... Ja, Popcorn habe ich hier liegen. Auf der guten alten 4. So. Na komm. Die eine Granate war nicht so gut weit geworfen. Ist zu nah mit aktiviert worden. Und hat die hintere nur gestreift. So, wo bist du denn? Unter mir. Na komm, ne? Kleine bisschen da. Aber hallo, ihr habt da ein Primärziel gefunden. Tut Apalachi einen Gefallen und schaltet es aus. Na komm mal her. Du Flinker, du. Jetzt, wunderbar. Diese Geräte werden uns einen bedeutenden Vorteil verschaffen. Ihr seid der Stolz der Bruderschaft. Dodge, Ende. So, dann nehmen wir hier mal kurz Gaudi alles mit und dann können wir die Daily Ops auch schon schließen.
So, was haben wir denn Schönes? Getarnt, Raider-Power-Rüstung, rechter Arm, Mutantentöter, Raider-Power-Rüstung, rechtes Bein. Ah, nicht wirklich was Cooles und auch die letzte Belohnung, leider nicht das, was ich mir wünsche. Wie gesagt, Floater, Röhren waren das hier? Waren das hier die Floater-Röhren? Auf jeden Fall von der Power-Rüstung die Arme. Immer noch die Arme. Hey, ich merke mir das bei den ganzen Charakteren, die ich spiele, irgendwie mittlerweile gar nicht mehr. Da kriege ich irgendwie langsam Kopfsieb. Na gut, so, ja, dann müssen wir jetzt eigentlich noch Kork herstellen. Da haben wir irgendwie mal was, wo wir mal was machen könnten hier. Hornstrauchsterben, irrationelle Ängste. Ja, brauchen wir Honig? Eigentlich nicht. Ich mache trotzdem mal irrationale Ängste. Das hatten wir schon lange, glaube ich, nicht mehr. Jetzt sind wir einmal kurz irrationale Ängste durch. Ein paar Ängste hat doch jeder. Dann bekämpfen sie jetzt mal. Jetzt gibt's keine Ängste mehr. So. Die Drehwaffe dafür schnell genug ist? Mal gucken. Jetzt komm schon, Becke. Ein winziges Insekt kann dir doch wohl nicht solche Angst machen. Ne? Hallo? Ah! Ich versuche, wenn es... Ja. Dann legen wir mal los. Genau, dann legen wir mal los. So, jetzt müssen wir aufpassen. Beckett kann ja relativ, also Beckham kann ja ordentlich zerstört werden. Und die Kreaturen richten sich auch meine meistens Güte, auf ihn. Höre ich da Summen? Das wird Spuren hinterlassen. Nun, einer weniger. Weiter zum nächsten. Ah. Ist nicht mehr so einfach. Ich habe leider jetzt nichts, um ihn aufzuheilen. Und das, was er regeneriert, das ist halt Philippu. Also 4 Schläge hält er mittlerweile nur noch durch und dann ist er halt auch schon Geschichte. Dementsprechend muss man da wirklich schnell und sicher handeln. Bitte nicht, dass sie schon wieder zurück sind. So. 2 geschafft. Jetzt fehlt nur noch einer. Na gut, denn nur noch einer. Und mal hoffen, dass der Yao Guai ein bisschen gnädig ist und jetzt nicht gleich wieder hinter mir spawnt. Ja, ja. Immer diese Manieren, ne? Die haben alle keine. Gierige kleine Teufelsbraten. Es ist doch genug Honig für alle da. Nee, ist diesmal nicht hinter mir gespawnt. Dafür ist es die Honigbestie gewesen. Und alle Systeme sind noch im grünen Bereich. Natürlich. Das hat sich für uns beide ausgezahlt. Naja, ein bisschen, ein bisschen. Eine Mini-Atombombe. Naja, gut. Ist okay. Ist okay. Was würde ich doch für einen Tag im Spa geben? Nichts ein Tag im Spa. Als ein schönes Ölbad. Ein schönes Ölbad. Ah ja, ja, ja. Immer deine Vorlieben hier und so, ne? So, Mama. Komm, Mama verloren, eine Verbindung. Sonst ist ja jetzt gerade nichts hier, wo ich jetzt sagen könnte, jo, das wollen wir jetzt definitiv haben. Hornstrauchsterben, ja, wäre noch ein bisschen Holz. Klar, mit dem Holzfäller unter Glück kann man ein bisschen schneller arbeiten. Es gibt einen weiteren Ort, nö, ich brech ab. Alle fähigen Männer und Frauen sollten sich zu den ausgewiesenen Koordinaten begeben. Sorry, ich bin nicht fähig. Aber meist gesucht, da fehlt noch was. Ich habe erst gedacht, ich habe alles, aber nee. Ich dachte nur, die Schneekugel fehlten.
Aber es fehlt doch noch ein bisschen was. Schlimm, schlimm, schlimm. Und wenn es denn hier gleich aufprockt, dann müssen wir es natürlich nochmal machen. Ja, wir plündern. Na gut, noch 10 Sekunden, dann geht's einmal los zu sammeln. Ah, ist ja easy peasy hier. Ist ja nichts Schweres. Ich würde mir das mal mutiert wünschen. Jetzt. War noch nicht ganz up to date. So, dann nehmen wir hier erstmal ein bisschen was mit. Dupdi-dupdi-dups. Doch, schon wieder. Noch immer noch. So, einmal hier hoch. Ich habe heute kein Jetpack dabei. So. Na, sowas sagt man doch nicht. So. Du. Hab gehört, dass ein Desperado-Duo irgendwo in der Stadt versteckt. Wenn ihr sie rausfummeln könnt, ist ein du widerlicher Tunichtung. Na, jetzt wo? Ah, ich höre ihn schon wieder. Das gehört dir? Das glaube ich nicht. So. Zählt ja nicht mehr viel. Wir haben noch 3 Minuten übrig. Wir werden mal gucken, dass wir irgendwo in der Stadt die anderen beiden finden. Also den anderen, so rum. Du erbärmliches Ungeziefer. Ich glaube, ich höre ihn schon lachen. Irgendwo gackert er hier. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Hilfe! Ich wurde ausgetauscht. Ne, das ist nur Teddy. Ne, hier gackert auch nichts mehr. Ich glaube, meine Sinne streichen sich ein bisschen. Naja, gib mal ab. Dürfte eigentlich schon reichen, oder? Nee, reicht noch längst nicht. Ich will aber den hier jetzt irgendwo haben. Da unten steht er nicht. Ich höre jetzt ganz genau hin, aber. Natürlich ist der Tag versaut. Der muss doch hier irgendwo stehen. Der gackert doch hier irgendwo. Ah, hier hinten finde ich den dann aber nicht. So, nehmen wir nochmal den Tunichtgut mit. Na, dann gehen wir die letzten 5 ab. Und dann ist auch gut. Danke, liebes kleines Ding. Von Blechhund. Jetzt reicht's aber. Ist das jetzt euer Ernst, dass ihr mich jetzt hier wegschiebt, während ich versuche abzugeben? So.
Wenn der alten Nelly ein Rad bricht, ist das Spiel aus. Der bricht schon kein Rad. Wollen wir gucken, wo die Aggressotrone kommt? Oder wann sie kommt? Da kommt sie. Gleich mal unterbrechen hier. Weil jetzt sich in letzter Zeit angewohnt, wenn man da hinten nicht steht, sofort auf den Fluchtwagen zu snipern mit ihrem Laser. Und das ist halt nicht so cool. Na, warte. Dich nehme ich noch mit. Auch wenn es keine Punkte mehr für dich gibt. Ja, ich wollte gerade sagen hier, ruckel, ruckel. Es ist 12 Uhr mittags. Und ihr wisst, was das heißt. Ja. Der Sheriff ist wieder da. Und er hat den Waggon im Blick. Ah, ich muss erstmal den Security-Bot machen hier. So. Wollte jetzt halt nichts dafür ausgeben. War zu geizig für Kleinigkeiten. So, meistgesucht fertig. Also mit Kleinigkeiten meine ich natürlich das Popcorn. Das sammle ich jetzt gerade für die nächste Woche. Hoffe ich mal. Nächstes Brett und so. Gut, ja. Kork haben wir jetzt nicht wirklich bekommen, weil hab ja kaum Waffen weggemacht hier. Na gut, Alma Kork haben wir gekriegt. Zum Verwerten. Ist okay. Packen wir erstmal rein. Oder würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.